Hey Chase, wie willst du mich beim großen Rennen besiegen, wenn du mich noch nicht mal beim Proberennen zur ultimativen Garage schlagen kannst? Können, Elliot! Pures Können! Komm schon, Chase! Hey, hey, G-Ride-Abonnenten, meine G-Riders! Hier ist Maria G, live vom größten Rennen aller Zeiten! Dieses Rennen ist so spektakulär, es dauert insgesamt ganze 3 Tage. Und diese Hot Wheels City-Strecke ist der Wahnsinn! Haushohe Straßen, teuflische Loopings, unfassbare Sprünge und pfeilschnelle Zielgeraden. Da heißt es dann Fahrer gegen Fahrer und Wagen gegen Wagen. Und was ist der Preis für den schnellsten Fahrer oder Fahrerin der Welt? Das wird die Bürgermeisterin Chen von Hot Wheels City, die coolste Bürgermeisterin ever, euch jetzt verkünden. Danke, Maria. Ich möchte ja nicht mit dem Gewinn protzen, aber der Sieger bekommt das hier. Den einzigartigen, großartigen Hot Wheels City Schlüssel der Großartigkeit, der die gesamte großartige Power von Hot Wheels City freischaltet. Habt ihr das gehört? Ich gewinne den Schlüssel der Großartigkeit. Du? Nein. Aber du darfst ihn nach meinem Sieg gern mal anfassen. Echt keine Ahnung, wovon du da redest, Chase. Entweder wird meine Nitro-Benzinmaschine oder Sophia mit ihrem schnellen Fahrstil den Sieg nach Hause tragen. Genau. Träumt weiter, Leute. Der Schlüssel gehört mir. Ich habe sogar schon einen Anhänger dafür. Wie willst du mich denn besiegen, Elliot? Hast du deinen Motor gegen die Tetraflamme ausgetauscht? So viel Power wird niemand bändigen. Das war das Zeichen. Seht euch diese geballte Motorleistung am Start an. Das ist wirklich das größte Rennen aller Zeiten. Und in 3 Tagen wissen wir endlich, wer der oder die schnellste Fahrerin der Welt ist. In den nächsten 5 Sekunden hoffen jedenfalls noch alle auf den Sieg. Ich brauche einen Schub für den Loop. Ah. 7 Grad Steigung gegen die Schwerkraft. Nimm das Huhn noch nicht aus dem Ofen, denn jetzt werde ich euch grillen. Alter, was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Jungs, ihr macht mich langsam hungrig. Auf den Sieg. Heilige Kurbelwelle. Ein Gorilla. Echt jetzt? Gorillas? Schon wieder? Wow, und er sieht nicht gerade glücklich aus. Er wird die ganze Stadt zerstören. Sollte das Rennen gestoppt werden? Ich weiß es nicht, aber da ist er schon. Pass auf! Mich erwischt! Elliot! Ich kann jetzt nicht anhalten. Komm schon, Twin Mill! Dreh dich, Baby! Dreh dich, Baby! Nice, Elliot! Wir müssen dieses Ding aufhalten! Ja, sonst ist nachher niemand mehr zum Klatschen übrig, wenn ich das Rennen gewinne. Wenn wir diesen Gorilla nicht stoppen, gibt es keine Stadt mehr, in der wir Rennen fahren können. Herausforderung angenommen. Krasse News, G-Riders. Wenn ihr dachtet, das Rennen wäre heute die heißeste Info, liegt ihr falsch. Die krasseste Story lautet, ein Riesengorilla greift Hot Wheels City an.
euch zurück und seht dem Besten zu. Was für eine nette Einführung für mich, Bro. Bevor ihr ankommt, habe ich alles erledigt. Tut mir leid, Freundin, aber diesmal mache ich ihn fertig. Hey, großer blauhaariger Affe. Zeit, nach Hause zu gehen. Diesmal heißt es Hirn über Muskeln, Sophia. Oh, aktiviere Schubdüsen. Diesmal hast du dir zu viel vorgenommen. Oh, oh! Wow, echt krass. Pass auf! Ups. Sorry. Das ist der krasseste Gorilla, mit dem wir es hier zu tun hatten. Yo, G-Riders, meine neue BFF, Bürgermeisterin Chen, hat mir gerade gesagt, wenn die Zerstörungswut des Gorillas so weitergeht, wird das größte Rennen aller Zeiten abgebrochen. Ich weiß es nicht, aber der fährt einen heißen Reifen. Wow, grandios. Wer hat bitte Bananenschalen in seinem Auto? Kalium, mach dich wach. Wo fährt der denn jetzt hin? Zur Ziellinie! Nicht, wenn ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. Nachdem er im Alleingang unsere Stadt gerettet hat, als wenn wir nicht geholfen hätten, geht der erste Platz nach Tag 1 des größten Rennens aller Zeiten an das Cosmic Coupé und seinen mysteriösen Fahrer. Navard. Sogar sein Name ist cool. Das morgige Rennen fängt später an, da die Strecke erst repariert wird. Los, Hot Wheels City! Das gibt euch vier noch ein bisschen Zeit, um fahren zu lernen. Sorry, aber da konnte ich jetzt nicht widerstehen. Hey, danke, dass ihr den Gorilla beschäftigt habt. So konnte ich gewinnen. Ha, gerne doch. Viel Glück morgen. Viel Glück? Er hat uns das Rennen gestohlen. Naja, richtig gestohlen hat er es nicht. Er kam zu spät, hat einen Riesengorilla besiegt und gewonnen, während ich abgelenkt war. Und sein Auto ist super cool. Mag sein. Er kam einfach aus dem Nichts. Wer als Letzter in der ultimativen Garage ankommt, ist ein kaputter Blinker. Hey, hat da jemand vergessen, vom ersten Gang hochzuschalten, Speed? Lässt du etwa zu, dass er so mit dir spricht, Sophia? Ich überlasse meinem Auto das Sprechen. Nichts überhören, laut und deutlich. Hä? Navard? Bin ich etwa zu spät dran für meine Führung durch die ultimative Garage? Nichts da. Wir machen uns gerade fit für das Rennen. Hey, wartet mal. Wer hat den eingeladen? Ich war's. Was hast du denn? Sag jetzt nicht, dass du neidisch auf Navards Maschine bist. Eher verwundert. Sophia, du weißt, mit Maschinen kenne ich mich gut aus.
Aber ein Modell wie seins habe ich bisher noch nie gesehen. Wahnsinn! Es ist genauso unglaublich, wie ich immer gehört habe. Und wow, die Tetra-Flamme. Super cool, oder? Oh ja. Was hast du damit vor? Drauf aufpassen und zusehen, wie sie die Großartigkeit von Hot Wheels City befeuert. Genau. Sind diese extra großen Ansaugöffnungen eine Sonderausstattung? Mein eigenes Design. Wie habt ihr die Garagensysteme integriert? Das war alles Quinn. Sie ist das große Technikgenie hier. Sie hat sogar ein hochmodernes Sicherheitssystem entworfen. Mir ist das alles viel zu hoch. Wieso zu hoch? Das ist doch total einfach. Elliot, dein Passwort ist dein Name? Hey, ne wart! Ich helfe dir gern beim Check deiner Getriebeübersetzung, Einspritzung und der Schaltcomputer. Danke, aber das tue ich alles selbst. Ha, du bist eine Ein-Mann-Band, Nevard. Hey, hey, G-Riders. Ich bin's, eure Maria G. für Hot Wheels Citys krasser neuer Polizeiwache. Und bei mir ist Sheriff Tony Nyong'o. Sheriff! Was für Sicherheitsvorkehrungen haben Sie und Ihr Team für Tag 2 des Rennens vorgesehen? Nach dem gestrigen Gorilla-Angriff haben wir verschiedene Abschnitte der Strecke abgesichert. Die haushohen Straßen, die teuflischen Loopings, die Zielgerade und natürlich sind alle hier auf der Wache in höchster Alarmbereitschaft. Unsere Streifenwagen sind einsatzbereit und unser Kommunikationsteam kann jederzeit einen Notruf absetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, G-Riders, aber dieses Fangirl fühlt sich jetzt schon viel sicherer als vorher. Und fertig für Tag 2 des größten Rennens aller Zeiten, yo! Einmal rum und raus! Zeit für einen Nitro-Schub! Netter Schub-Q, aber vergeude nicht alles auf einmal! Wo das herkommt, gibt es noch mehr! Wow! Was hat die Maschine alles unter der Haube? Leute. Arbeiten wir diesmal zusammen? Wir dürfen den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Herausforderung angenommen. Hey, wo ist denn das Cosmic Coupé? Dafür ist jetzt keine Zeit. Kommt schon! E-L-L-I-O-T. Ich bin drin. Danke, Elliot. Und jetzt der Zugang zur Tetra-Flamme. Ich brauche einen Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Ah, den Schlüssel. Den Schlüssel der Großartigkeit. Du gehörst mir, du Krabbenmonster! Oder auch nicht! Du bist dran, Twin Mill. Auf ihn, Chase. Oder er auf mir? Das sieht nicht gut aus. Dieses Vieh ist zu groß. Er hat mein Auto aufgespießt. Er ist ja auch ein Skorpion. Wenigstens kein Parabutus-Skorpion. Die sind giftig. Hast du zu viele Naturdokus gesehen? Hey, das ist voll interessant. Das sollten wir später besprechen. Dieses Ding hält Sheriff Nyong'o gefangen. Habt ihr das gesehen? Er ist riesig, aber tollpatschig. Und wir sind klein, aber schnell. So können wir ihn ganz einfach aus dem Konzept bringen. Dann machen wir ihn fertig. Moment, sind wir uns sicher, dass das nicht dieser Parapapa, wie auch immer, ist?
Okay, Herausforderung angenommen. Daneben! Mich kriegst du nicht! Dafür bist du nicht schnell genug, Scorpi. Nein! Da musst du schon früher aufstehen. Mach den Weg frei. Ich übernehme. Das war unglaublich. Nicht wirklich. Ihr habt ihn von mir abgelenkt. Ja, das war Teamwork. So in etwa. Gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch woanders hin. Na klar doch. Wohin? Zur Ziellinie. Das Rennen! Ich kann nicht glauben, dass er die Nummer schon wieder abzieht. Nicht, wenn die Twin Mill noch was mitzubrummen hat. Passt auf, Jungs. Der gehört mir. Sorry, Speed. Ich mache das. Hier kommen die Spitzenreiter, G-Riders. Hoho, wie krass ist das denn? Die Twin Mill auf zwei Rädern. Der zweite Tag des größten Renns aller Zeiten ist der Hammer. Das Cosmic Coupé verdrängt Fast Fish und La Fasta. Und wartet, jetzt sieht es so aus, als würde La Fasta Cosmic bedrängen. Wow, jetzt bildet sich eine Viererkette. Was für krasse aerodynamische Fahrmanöver sie da abliefern. Jetzt kämpfen alle um den ersten Platz. Und es ist Cosmic Coupé mit einer Scheibenwischerlänge. Cosmic Coupé gewinnt Tag 2 des größten Renns aller Zeiten. Unglaublich! Mein Girl Sophia Speed in ihrem Wagen La Fasta und Tooligan teilen sich den zweiten Platz, während Fast Fish und Twin Mill auf den Plätzen 4 und 5 landen. Mann, war das spannend! Woohoo! Der soll mich mal in einem fairen Rennen besiegen. Hey, es ist nicht Nevards Schuld, dass uns riesige Kreaturen auf der Strecke angegriffen haben. Trotzdem, ein bisschen komisch ist das schon. Nein, dass ich Fünfter wurde, ist etwas komisch. Keine Sorge, morgen ist ein neuer Tag. Das bedeutet auch eine neue Chance, um Zweiter nach mir zu werden. G-Riders! Guckt euch mal die Drohnenperspektive der ersten Runde vom letzten Tag des größten Renns aller Zeiten an! Fast Fish geht schnell in Führung, aber hallo! Twin Mill gönnt seinem besten Bro nicht eine Sekunde Vorsprung! Tooligan und Cosmic Coupé liegen jetzt vorn! Aber Moment mal! Mein Girl Sophia, die Meisterin der Geschwindigkeit, bringt La Fasta jetzt auf den vordersten Platz! Und sie wird auch die volle Geschwindigkeit brauchen, wenn sie Cosmic Coupés Führung von Tag 1 und 2 zunichte machen will. Yes! G-Riders, ich weiß nicht, ob ihr diesen Schatten gesehen habt, aber es sah so aus, als gehöre er zu... Lass mich raten, zu einem feuerspeienden Drachen. Einem feuerspeienden Drachen? Was? Das war doch nur ein Scherz. Das ist nicht gut. Vorsicht! Das sind ja Riesenklauen! Die heißen Krallen! Du guckst echt! Viel zu viele Naturdokus! Seht mal! Wow! Die ultimative Garage! Wir müssen ihn aufhalten! Aber das Rennen! Nein, es geht um die ultimative Garage! Aber ich war am Gewinnen! Hey, da drin sind Leute! Du hast recht. Herausforderung angenommen!
Hinterräder umlegen, runterschalten und wir sind in Sicherheit. Puh. Hey, ich bin Fahrerin, keine Pilotin. Keine Sorge, Sophia, wir bringen dich da runter. Ich hoffe, du weißt auch schon wie, Chase. Ich arbeite dran. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Ich lag falsch, habe ich doch. Wir müssen ihre Fallgeschwindigkeit verlangsamen. Ich hoffe, sie hat noch genügend Luft in ihren Reifen. Die müssen nämlich gleich eine ganze Menge abfedern können. Das ist es. Ach ja? Abfedern. Reifen. Wir können ihren Aufprall mit Reifen abfedern. Sehr gut. Ich falle immer noch. Ich hoffe, das hilft. Danke euch, Leute. Was soll denn das jetzt? Der Drache greift die Feuerwache an. Klingt logisch. Ich meine, wenn jemand was gegen Feuer hat, dann die. Auf geht's! Hilfe! Hier drüben! Wo sind die Feuerwehrleute? Am anderen Ende der Stadt bei einem Lagerhausbrand. Kommen Sie! Löschen wir diesen Drachen aus! Und womit? Mit Schläuchen! Ganz genau! Das hört ihr jetzt nicht zum ersten Mal von mir, aber... Wir brauchen Schub für den Loop! Wäre jetzt nicht die Zeit, dass Nevard auftaucht, um die Stadt zu retten? Ich trau diesen Typen nicht. Ich auch nicht. Ach, komm schon, er ist toll. Habt ihr gesehen, wie cool sein Helm ist? Ja, aber jetzt liegt es an uns. Wir schaffen das, glaubt mir. Er ist stehen geblieben. Auf, du Feuersalamander! Auf geht's! Ein hübsch verpacktes Geburtstagsgeschenk. Sogar mit Schleife. Hey, wo sind denn alle? Das Rennen! Und für ihre außergewöhnlichen Fahrkünste unter höchst, sagen wir, schwierigen Bedingungen, überreiche ich Ihnen den Hot Wheels City Schlüssel der Großartigkeit. Der Schlüssel, der die Großartigkeiten von Hot Wheels City freischaltet. Der Schlüssel, der alle... Danke, Bürgermeisterin Chen. Seien Sie versichert, dass ich ihn mit Bedacht einsetzen werde. Da seid ihr ja. Wie hat euch mein Drache gefallen? Ziemlich cool, oder? Dein Drache? Natürlich. Jeder Bösewicht braucht doch einen Drachen. Draven? Draven? Der coole junge Draven. Wie ist das nur möglich? Fragst du das im Ernst? Nevard? Draven rückwärts buchstabiert. Und ich dachte schon, das wäre zu offensichtlich. Du bist ein Klon. Ich ziehe neues Modell vor. Und mit dem Schlüssel der Großartigkeit und der Tetraflamme schaffe ich eine neue Hot Wheels City. Meine Hot Wheels City. Dante, Zeit für den Abflug. Zur ultimativen Garage. Ich kann nicht glauben, dass ich das nicht hab kommen sehen. Und ich kann nicht glauben, dass Nevard uns angelogen hat.
Ich fand ihn so cool. Genau das wollte er doch auch. Im Lügen war er jedenfalls sehr gut. Tut mir leid, dass wir dir nicht geglaubt haben. Ja, wir hätten auf dich hören sollen. Schon okay, Leute. Wir sind ja füreinander da. Ciao. Diese verrückte Nevard könnte die ganze Stadt zerstören. Und ich habe ihm den Schlüssel gegeben. Was sollen wir jetzt nur tun? Was wir am besten können. Fahren! Weiter, wir müssen schnell zur ultimativen Garage kommen. Mich musst du dafür nicht zweimal anhupen. G-Riders, hier ist Maria G. mit dem G-Ride. Wenn ihr euch jetzt gerade erst einloggt, Nevard, der mysteriöse Gewinner des größten Rennens aller Zeiten, hat sich gerade als supergeheimer Superklon des Megaschurken Draven geoutet und ist auf einem Drachen zur ultimativen Garage davongeflogen. Ich meine, auf einem Drachen? Wer tut sowas? Schade, dass er der Böse ist. Aber es bleiben einige Fragen offen. Warum hat Draven seinen verrückten Klon von der Leine gelassen? Wie lauten Dravens üble Pläne? Und was hat das mit der ultimativen Garage zu tun? Bleibt dran, G-Riders. Wir hören uns bald. Ich drück jetzt voll auf die Tube. Ich muss eine Garage retten. Ich hoffe nur, es gibt noch eine Garage, die man retten kann. Wer weiß, was Nevard mit ihr angestellt hat, er... Skorpion! Wow! Ich weiß, wir haben das größte Rennen aller Zeiten nicht gewonnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding hier besiegen werden. Ja, das haben wir schließlich schon mal. Fahrt Serpentinen! Gute Idee, Elliot! Ihm wird schwindlig! Das ist mein Einsatz! Achtung, Sophia! Badumtsch! Halt dich bereit, Sophia! Er sticht zu! Los! Und er ist erledigt! Woo! Ja! Dieses Monster wird Monster-Kopfschmerzen haben, wenn es aufwacht. Ja, dann sollten wir besser nicht hier sein. Also die ultimative Garage steht noch. Ja, aber unglücklicherweise stehen die beiden hier auch noch. Überrascht? Ihr habt doch nicht geglaubt, dass ihr sie besiegt hättet, oder? Gefällt euch, was ich hier gemacht habe? Nicht wirklich. Warum glüht das so? Hast du an meinen Geräten rumgefummelt, Nevard? Sagen wir, ich habe sie verbessert. Du hast die Energie der Tetraflamme eh nie ganz verstanden. Nein, du bist es, der die Energie nicht versteht. Und nun sei ein guter, böser Klon und gib sie zurück. Ich glaube, das war ein Nein. Es ist noch nicht vorbei, Nevard. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Nein, ist es. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Wir brauchen eine neue Location, um uns einen Plan auszudenken. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie er sich in unser altes System gehackt hat. Ich hatte das Sicherheitssystem komplett verschlüsselt. Wem sagst du das? Es war so kompliziert, dass ich mein Passwort auf ein Post-it schreiben musste. Okay, damit ist meine Frage beantwortet. Und wo fahren wir jetzt hin? Hey, ich hab da was. Folgt mir. Was ist das denn hier? Ich behaupte mal, dass eine Autowaschanlage mit gigantischen Wasserdüsen nicht der perfekte Ort für empfindliche elektronische Geräte ist. Aber das kriege ich schon hin. Sag mir, wenn du Hilfe brauchst, Quinn. Danke, Elliot. Hier ist ein Mob. Oh. Eine Station für spontane Farbwechsel? Eine Farbenthüllungsstation. Sie enthüllt in der Molekularstruktur des Lacks verborgene, alternative Farben.
Struktur, Moleküle, bla bla. Weißt du was? Das ist cool. Tja, ich konnte nicht anders. Ich weiß, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich wünsche mir, wir könnten genauso leicht wie das hier auch herausfinden, warum Nevard die Tetraflamme so hochgefahren hat. Sieht aus, als müssten wir vorher noch was anderes rausfinden. Und das neueste, total schrägste Ereignis in Hot Wheels City ist das plötzliche Auftauchen dieser gigantischen Eiswaffel. Und das mitten auf der Kreuzung von High und Star Street. Mmh. Schokolade? Das neueste? Das checken wir mal aus. Drücken wir auf die Tube. Passt auf da hinten! Räder hoch! Achtung, Eiswagen! Da ist gerade ein Gebäude verschwunden! Wir müssen von dieser Straße runter! Der Sheriff hat Barrikaden aufgestellt. Da vorne auch! Eine Umleitung! Da lang! Okay, wessen Idee war das? Das war dann wohl ich, muss ich zugeben. Drayton? Ja. Du hast uns hierher gelockt. Das stimmt, aber es war die einzige Möglichkeit, euch dazu zu bringen, dass ihr mir zuhört. Warum sollten wir dir zuhören? Du hast das doch angerichtet. Es ist alles deine Schuld. Nein, ich habe überhaupt nichts getan. Ich bin gerade erst nach Hot Wheels City zurückgekommen. Das war alles mein Klon, nicht ich. Und wer hat dich geklont? Ich weiß nicht. Deswegen muss ich ja so dringend mit euch reden. Also benutzt du deinen Klon nicht dazu, uns abzulenken, während du einen noch viel schrecklicheren Plan ausführst? Ich wünschte, es wäre so, aber nein. Wir alle brauchen Antworten auf unsere Fragen und dafür gibt es nur einen einzigen Ort. Wir alle? Meinst du damit, wir sollten uns mit Draven zusammentun? Er ist ein Bösewicht. Elliot, der Feind deines Feindes ist dein Freund. Zumindest für eine Weile. Sehe ich auch so. Wenn wir uns von Süden dieser Strecke nähern, werden sie nicht wissen, wie viele wir sind, bis wir da sind. Das verschafft uns einen Überraschungsmoment und das gefällt mir. Bro, du verrätst ihm all unsere geheimen Tricks. Wir denken uns neue aus. Und auf geht's! Macht sie fertig! Ich meine... Ist uns schon mal gelungen. Jetzt müssen wir nur noch... Passt auf! Wir brauchen größere Autos. Und vielleicht auch ein Boot.